Morgen! Morgen! Naja, wobei, guten Morgen ist gut. Es ist mittags um eins. Stimmt, das ist für uns völlig atypisch. Stimmt. Wir sind um die Uhrzeit normalerweise schon längst immer irgendwo unterwegs. Ja. Ja, ich bin ja schon eine Stunde unterwegs. Stimmt, du schon. Naja, wir fahren jetzt weiter. Ja, zu Moni. Zu Moni. Und von Moni fahren wir dann auch weiter, aber das erzählen wir euch später, wo es dahin geht. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Warum nur? Ah, das erzählen wir später. Ja. Sonst haben wir ja nichts mehr zu erzählen. Stimmt. Und, ja, also wir können euch schon mal versprechen, wir sind heute unterwegs und die nächsten Wochen ständig. Also das heißt, nach einer kleinen Verschnaufpause auf der Seite geht's jetzt wieder richtig los. Ja, los geht's. Also, wir fahren jetzt und wir melden uns später. Bis später. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Es geht weiter. Moment, wir sind jetzt zu Dritt. Yay. Juhu. So. Ja, wir folgen dem Straßenverlauf. Das tun wir. Moni, mach mal. Mach ich doch. Wo fahren wir hin? Drei. Nach Kassel. Mann. Du bist doof. 3, 2, 1, Kassel. Wir fahren nach Kassel. Und was kommt in Kassel? Jackie Lynn Hyde. Mit? Hilo freut sich mit? Hilo freut sich wie Sau auf Susanne, ja. Genau, mit Susanne. Mit Susanne. So. Und, Traum wird wahr. Ja, sie wollte das schon lange. Und dann fahren wir da halt jetzt halt mal hin, damit das Mädchen glücklich ist. Ja. Nein, wir freuen uns auch, oder? Ja, das hoffe ich doch. Ja, also, wir sind unterwegs und wir melden uns später. Genau. Ciao. Ciao. So, also, hier hätten wir die zwei. Hi, ich sehe dich. Hallo. Ilo sieht mal wieder nichts. Ja, Haare, lange Haare in Wind. Wind blöd. So, warte, jetzt schwinken wir nach darüber. Jetzt gucken wir mal, ob man... Nee, das mit dem Zoomen kriegt Dani gerade nicht hin. Also wie ihr das hoffentlich gerade sehen könnt, das da hinten ist das Stadttheater. Da gehen wir Kaffee. Mal hin. Und es fängt gerade an zu regnen. Ja. Macht nichts. Wir waren gerade lecker essen. Mhm. Mit dem sehr lustigen Kerl noch. Der hat unseren Schnäuzelhumor verstanden. Ja, der war toll. Ja. Und ja, wir melden uns dann von nach der Show wieder. Nach der Show. Mal gucken, was wir da noch so tun. Und jetzt packen wir ganz schnell ein, weil jetzt werden wir nass. Alles klar, bis dann. Tschüss. Hallo. Hallo. Wir sind glücklich. Glücklich. Geflasht. Total. Oh Gott, ich kann nicht. Grinsende Teletubbies auf Ecstasy. Oh, und vor allem hier einer so. Ja, die da. Weil nicht nur, dass diese Aufführung, diese Inszenierung der Hammer ist. Übel. Übel, richtig übel geil. Gut. Richtig sehr gut. Sehr gut. Fahrt her. Wir überlegen, ob wir nochmal kommen. Ja, eigentlich schon, weil wir sind eigentlich auch gerade aufgefordert worden, nochmal zu kommen. Ja, ja, und zwar ganz lieb. Von Susanne. Total lieb. Ey, holla die Waldfee, die Frau haut einen vom Sitz. Nicht nur gesanglich, sondern auch so. Ja, auch menschlich. Auf jeden Fall. Und ja, die anderen auch. Also ja, gesanglich. Wunderbar. Super. Traum. David. Ein Riesenorchester. Ja, richtig schönes Orchester. Ja. Ja. Wahnsinn. Also. Schaut euch an. Geht hierher, es lohnt sich total. Stadttheater Kassel, Jekyll and Hyde, müsst ihr buchen. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Also, vielleicht bis später. Wir nehmen das ja immer vor, aber naja, man wir weiß Wir fahren ja jetzt erstmal. Genau, wir fahren erstmal. Also, tschüss! Hallo. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel machen wir jetzt? Warte. Moment. Guck mal. 2.42 Uhr. 2.42 Uhr. Also ein bisschen spät, früh, whatever. Wir sind jetzt zumindest bei mir in Heilbronn angekommen. Ja. Dann Ilo muss noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen, aber macht er nicht. Die fliegt dann noch so auf ihrem Sitz. Ja, ich habe selten so schön in einen Geburtstag reingefeiert. Sie hat nämlich Geburtstag mittlerweile. Ja. Also, happy birthday, danke. Und ja, wir haben die Fahrt noch gut überstanden, haben viel gequatscht. Gelacht, gesungen. ja. Aber nicht so schön wie die vorhin auf der Bühne. Nein, nicht so schön. Nicht ganz. Und ja, haben das alles nochmal, upsala, Revue passieren lassen. Tolles Stück und ich glaube, wir müssen den Spielplan nochmal durchgucken. Definitiv. Ja, wenn man aber auch so lieb aufgefordert wird, man solle doch nochmal kommen, bitte. Ja. Kann man ja eigentlich schon gar nicht nein sagen. Vor allem, wenn es ja noch so schön wäre. Ja. Also. Also Leute, wie gesagt, wir haben das zwar vorhin schon mal gesagt, es ist, wir wiederholen uns gerne, fahrt dahin, es lohnt sich. Also, und jetzt, gute Nacht. Gute Nacht.